Also einmal, weil ich sehe, dass eben überhaupt die Existenz der Welt einfach ohne Gott keine vernünftige Erklärung hat. Zweitens, dass auch die Art und Weise, wie die Welt gemacht ist, also wie die Naturgesetze sind, wie die Welt sozusagen, wie die Dinge so aufeinander abgestimmt sind, dass überhaupt komplizierte Kohlenstoffverbindungen entstehen können, aus denen wir bestehen. Also nicht die Evolution selber, sondern die Voraussetzung, damit überhaupt irgendetwas Komplexes entstehen kann. Das ist so fein getuned, und da kann man viele Beispiele nennen. Also sozusagen das Universum, das ist sozusagen so gestrickt, dass es genau die Möglichkeiten hat, eben Leben hervorzubringen. Da kann man auch wieder Argumente dagegen bringen. Es erfordert aber eben auch einen großen Glauben, dass man denkt, das ist alles Zufall und das kommt halt irgendwie so hin. Als wenn man denkt, ja, das ist so gewollt, muss man sich entscheiden, was man für vernünftiger hält. Ich sehe nicht den Widerspruch zwischen Naturgesetzen und Gottes Wirken. Und für mich als Physiker kommt noch dazu, das, was Kepler gesagt hat, das fand ich sehr interessant. Also Kepler, der Astronom, warum hat er Naturwissenschaft geschrieben? Was war seine Motivation? Er hat gesagt, kriegst es nicht mehr ganz wörtlich zusammen, aber das Universum ist von einem rationalen Gott nach rationalen Gesichtspunkten geschaffen worden und uns als Menschen hat er die Ratio gegeben, diese Gesetzmäßigkeiten verstehen zu können. Und die hat er gepackt in die Sprache der Mathematik. Ich weiß, dass die Sprache der Mathematik nicht alle Leute so lieben, aber nun ist es nun mal so. Und